Ja, lol, die laufen alle dem Lager nach. Das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Aber wenn ich das Lager jetzt an so eine rote Stelle hier mache, dann bleiben die da stehen. Auch nicht schlecht. Ohne Lager, die Dinger hier. Naja. Und damit willkommen zu einem neuen Spiel hier auf meinem Kanal. Ich habe das Spiel hier die Tage entdeckt im Play Store. Aber kurze Hintergrundgeschichte. Die laufen auch wieder an ihre alte Stelle zurück, wenn man dieses Lager hier, dieses Armeelager an diese Stelle packt. Also nach, sage und schreibe jetzt, oh Mensch, ganz, ganz vielen Jahren des Rettens von Mittelerde, Ego-Shootern und weiß der Geier, habe ich mal gedacht, Thorsten, ist es mal Zeit für so ein bisschen. Du musst dich mal wieder ein bisschen anstrengen. Also Strategiespiel. Ein Strategiespiel habe ich geguckt. Im Google Play Store bin ich auf die Spiele gestoßen. Ich habe allerdings auch schon so hier und da mal gehört, dass es dort auch coole Games gibt, die richtig Bock machen, die richtig eine Langzeitmotivation entwickeln, wie so ein Rollenspiel halt. Und habe mir dieses Ding hier mal, ja, ich habe es mal runtergeladen vor ein paar Tagen schon, habe mich mal ein bisschen schlau gelesen, weil ich gedacht habe, ich mache nie so halbe Sachen. Ich mache immer alles. Ja, ich will nicht sagen so richtig, aber ich lese immer so ein bisschen und so und bin dann auch über so ein paar Webseiten hier auf ganz, ganz viele Tipps und Tricks gestoßen. Aber habe gedacht, ja, mal sehen, wie schnell das überhaupt alles so geht hier. Ja, je nachdem, bei den Rollenspielen heutzutage steigst du ein, da kannst du dir direkt so einen Charakter von 0 auf 80 ballern oder von 0 auf 120, keine Ahnung. Hier ist das so ein bisschen anders, muss ich sagen. Und es gibt hier unheimlich, unheimlich viel zu tun. Also diese ganze Oberfläche hier, links oben steht übrigens mein Name, Fry, habe ich gewählt, weil ich glaube ich gerade Futurama noch mal ein bisschen durchsuchte. Und da fiel mir nichts anderes ein, als den Namen von diesem kleinen Pizzaboten zu nehmen. Bin ich hier, irgendwie habe ich das Dorf aufgebaut. Es gab so eine Art Tutorial und es gibt hier unheimlich viele Sachen zu klicken. Angriff, dann gibt es so ein paar ausgegraute Schaltflächen noch für mich. Und einige Sachen, wenn ich da so draufklicke, hier hinten zum Beispiel, da ist wohl irgendwann mal was. Irgendwie so ein Händler. Aber erst ab Rathausstufe 8. Leute, 8. Wie weit ist das denn noch weg? Mann, Mann, Mann. Hier fliegt nur so ein Schmetterling. Und auch wenn ich hier so ein bisschen weiter in dem Dorf, wenn ich mich so ein bisschen umgucke, wenn ich hier also klicke, er wird erst auf Rathaus 7 freigeschaltet. Ich muss einen Clan beitreten. Was muss ich denn noch alles machen? Das Schiff hier kann ich gratis wieder aufbauen. Aber auch erst ab Rathaus Level 4. Also habe ich gedacht, guckst du mal hier im Shop, wo gibt es denn hier eigentlich Rathaus Level 4? Das gibt es gar nicht im Shop. Das muss ich alles bauen. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen vorgebaut, denn ich habe gemerkt, das wird alles teurer hier und irgendwo musst du Lagerkapazität haben. Es gab ja, überall gibt es so nette Erklärungen. Ja, also auch hier, so bei dieser Goldmine steht dann, die produziert das Gold ganz alleine. Ja, ist cool. Ist cool, wenn du also nicht da bist, dann holst du trotzdem so ein bisschen Gold rein und das andere Zeug, was hier immer ist, dieses blaue Zeug oder lila Zeug, das ist Elixier. Mit Elixier kann man auch verschiedene Sachen machen, habe ich jetzt auch schon gelernt. Aber wenn man davon richtig viel haben will, dann geht man einfach links unten in den Shop und kauft das ganze Zeug. Ja, hier gibt es sogenannte Juwelen und hier kann man das Gold auch einfach kaufen. Einfach draufklicken und kaufen. Das Problem ist nur, das kostet auch immer Juwelen. Und ich hab schon viel ausgegeben, 52 Stück am Anfang. Und mir wird immer vorgeschlagen, dass ich noch etwas bauen kann. Ich kann auch ein Labor neu bauen und ich kann auch einen Minenwerfer neu bauen. Aber wenn ich hier in den Shop gehe, dann gibt es hier auf diesem Schwert, Dekoration kann ich bauen, hurra, die will ich aber nicht haben. Dann gibt es hier immer bei Ressourcen 3 Stück, die ich noch machen kann. Ach, das sind diese Bauhütten. Das sind die Bauhütten. Und pro Bauhütte kriege ich, glaube ich, dann auch so einen Bauarbeiter. Ohne Bauarbeiter geht hier gar nichts. Okay. Ja, das hab ich auch gemerkt, denn ich hab davon nur 2. Die pennen jetzt im Moment gerade. Die haben nichts zu tun hier, weil ich noch gar nicht genau so weiß, was ich eigentlich machen soll hier. Ich habe schon ein bisschen mein Kanönchen da ausgebaut. Die Kasernen hier will ich nicht bauen hier. 10.000 kosten die. Viel zu viel. Viel zu viel, aber was noch viel mehr kostet hier, das ist der Klopfer. Diese Mauerteile hier, 5.000 pro Stück, das geht gar nicht. 5.000 pro Stück. Ich habe hier eine Clanburg, die brauche ich wohl, damit ich auch einen Clan beitreten kann. Denn hier steht, hier ist meine Schatzkammer auch, hurra, und eventuell Verstärkungstruppen, eventuell, die deine Clan-Kameraden dir geschickt haben. Ich habe nur noch keinen Clan hier. Oder eine Sippe, ich weiß gar nicht, heißt das hier Clan oder Sippe? Bei Herr der Ringe Online heißt das immer Sippe, woanders heißt das Clan, Horde, keine Ahnung. Aber
ich habe hier jetzt, bei mir gehen jetzt schon mal 100.000 hier oben rein. 100.000, das ist schon mal ganz schön viel, habe ich gedacht. Nur wie holst du es rein? Ah, habe ich in der Beschreibung gelesen, was mit den Kobis, mit den Kobolden hier, so heißen die. Denn ich kann schon ein bisschen Armee bauen, das seht ihr. Und ich kann bauen sogenannte Barbaren, Riesen, Bogenschützen und Kobolde. Die Kobolde sind dafür verantwortlich, dass sie hier nämlich ganz, ganz viel Gold und Elixier reinholen. Und deswegen, ich hatte mich auch schon gewundert, wieso haben die so einen Sack hinten auf dem Rücken, also so im Schlepptau. Natürlich, irgendwo muss das ganze Zeug ja auch hin. Und ich habe jetzt aber gedacht, wir geben jetzt erstmal ein bisschen auf, denn ich habe noch eine ganz andere Funktion. Ich habe noch eine ganz andere Funktion hier gefunden für Anfänger. Wirklich für Anfänger. Wir können hier die ganze Reihe übrigens wählen, was auch nicht schlecht ist, denn dann musst du nicht jedes Teil einzeln anklicken. Also wir machen jetzt mal die Mauern mal auf das, wo ich meine anderen Mauern auch schon habe. 10.000. Oh, das geht ja gar nicht. 10.000. Und was kostet die Reihe jetzt nochmal? 8.000. Meine Herren, 8.000 nochmal. Aber so sieht das schon mal farblich recht schick aus, würde ich mal so sagen. Sieht nett aus. Also in der Mitte muss wohl immer das Rathaus sein. Aber an den Seiten hier, da kommen die ganzen Truppen durch. Also brauche ich noch irgendwie so ein paar Fallen, glaube ich. Fallen, Fallen, Fallen. Ah, ich habe erst zwei Fallen. Das sind diese kleinen Bäumchen hier. Und damit ich jetzt aber, was ich eigentlich haben wollte, ich wollte so einen dritten Bauarbeiter haben. Und ich habe gesehen, beziehungsweise habt ihr schon mal gemerkt, oh, ich habe hier so eine Juwelenbox. Oh, 30 Sekunden dauert das. Ich habe gesehen oder schon gemerkt, dass wenn ich hier so ein paar Sachen abbaue, dafür gibt es auch ab und zu mal diese Juwelen. Das Problem ist nur, die sind auch so teuer. Die kann ich gar nicht abbauen. Guck mal, 10.000 für einen Baum und ab und zu kommen da gar keine Juwelen raus, sondern da kriege ich nur so Punkte hier oben für. 133 habe ich jetzt von 550. Aber ich kriege jetzt, glaube ich, gleich, ich glaube, so eine Box hier, die gibt mehr, die glimmert so schön. Jawohl, 25 Stück, damit habe ich 369, das reicht aber immer noch nicht. Ich würde jetzt echt gerne diese Dinger hier abbauen. Aber 7,5 immer, guck mal, ich bin gleich pleite. Ich habe gleich nichts mehr. Und die Steine kosten auch, die kosten Gold hier. 20.000 habe ich schon gar nicht, ist schon rot hier, guck das an. Kann ich kaufen für Gems, okay, kann ich kaufen für Gems, aber... Will ich gar nicht machen. Wir nehmen mal die kleinen Steine hier, glaube ich, erstmal. Und ich glaube, ich mache das jetzt erstmal bis zu einem gewissen Grad, bis ich nichts mehr habe. Okay? Naja, tolle Wurst, das hat jetzt gar nicht mal so lange gedauert. Aber ich habe jetzt wirklich nichts mehr. Aber wo bekommt man hier Gold und Elex? Also falls ihr auch vielleicht so neu angefangen habt wie ich hier, dann kann ich euch sagen, wenn man hier auf Angriff klickt, dann kann man verschiedene Sachen machen. Ich habe auch Einzelspieler. Ich habe ja gedacht, ich bin ja noch nicht in einem Clan, also spiele ich erstmal einzeln. Und habe hier so ein paar Sachen, so ein bisschen habe ich mir hier immer aus diesen Missionen geholt. Das sind so Missionen hier, da gibt es immer so ein bisschen Gold und Elex, so für Beginner, will ich mal sagen. Ist relativ einfach, allerdings bin ich jetzt schon an einer Stelle, da komme ich nicht weiter in der Koboldstadt. Da habe ich mir nur ganz, ganz schnell mit den Kobolden was rausgeholt. Aber ich habe gesehen, dass man hier mehr Spieler machen kann, das kostet aber immer Gold. Und wenn ich dann keinen finde, dann habe ich irgendwann kein Gold mehr. Deswegen, es gibt die so Trainings hier. Riesenrums. Hört sich cool an. Wir gehen da mal rein. Gibt 100.000 von beiden, also Gold und Elixier. Wir gehen mal rein in den Angriff hier. Mal gucken. Mal gucken. Ist mir jetzt eben so aufgefallen. Alter, was für ein geiles Dorf. Oh, 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 oh. Das sieht, oh, oh, oh. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Aber das scheint mir so eine Art Tutorial hier zu sein, wie man das Ganze hier so rumsetzt. So am Anfang habe ich diese Hand auch schon mal gesehen. Da hatte ich so 5 Magier. Die habe ich gleich alle verballert. Alle auf die Kanone. Und also ich muss hier Riesen setzen. Wie viel? Wie viel steht denn da? Ein Riesen. Ein. Okay. Dann mache ich jetzt mal einen Riesen. Zerstöre die Mauer schnell, bevor der Riese stirbt. Okay. Oh. Oh, jetzt habe ich 2 genommen. Oh, ich bin aber durch. Okay, ich bin aber durch. Entsende nun Riesen, um alle Verteidigungen zu zerstören. Alle. So, dann machen wir das mal. Dann hauen wir hier mal rein. Alle Riesen gegen diese Base. Alter, die Base ist aber auch schon stark. Nach der Zerstörung des Minenwerfers. Das ist wohl dieses Teil da, was immer diese Kugeln wegmacht. Kobold, um aufzuräumen. Okay, aber erstmal muss das Ding weg sein, weil es kann sein, dass der sonst meine ganzen Kobolde zerstört.
Und das will ich natürlich nicht. So, das kann ich jetzt schon mal machen. Dann kann ich die schon mal leicht entsenden hier. Oh, ich habe aber auch gar nicht so viel mit. Bei mir im normalen Dorf habe ich viel, viel mehr mit. Okay, da habe ich viel, viel mehr mit. Naja, egal. Wir holzen das hier ab. Haben wir noch? Oh, wir haben, glaube ich, oh, das waren alle Verteidigungsgebäude. Dann kann ich jetzt alle hier reinschicken, glaube ich. Da hinten ist noch ein so ein Teil. Was ist das? Das sieht aus wie so eine Rakete. Das sah gerade aus wie eine Rakete. Und, oh, die gehen auch auf dieses Rathaus in der Mitte. Scheinbar ist das auch, da sind auch, oh, da sind auch, oh, da ist auch ein bisschen was drin. Okay, also wenn man das auch zerstört, bekommt man also auch was, auch nicht schlecht. Und, also ich muss sagen, die Riesen sind natürlich lahm hier beim Zerstören. Die machen jetzt nicht so ultra viel Schaden, stelle ich gerade so fest. Und, naja, sie sieht aber ganz gut aus. Und jetzt haben wir das gleich auf Null. Aber es ist ja noch gar nicht alles zerstört, sehe ich gerade. Was ist hier noch? Ah, hier knabbern die an dieser Burg hier. Und was machen die dann? Ah, okay, die gehen dann auf die anderen Sachen. Scheinbar machen die erstmal überall, wo Gold und Elex drin ist, das machen die erstmal kaputt. Und wenn dann nichts mehr da ist, dann machen die auch die normalen Gebäude hier. Kasernen, Bauhütten. Was war das denn? Was war das denn? Die sind da weggeflogen. Die sind da gerade weggeflogen, auch nicht schlecht. So eine Falle war das, glaube ich. Oh, nochmal, noch so eine Falle. Okay, da muss ich natürlich drauf Acht geben, aber die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Die sind wohl versteckt. Die sind wohl versteckt für mich oder so. Ich habe da noch keine von. Alter, das sah ulkig aus, oder? Jawohl, 100% hier. Wir haben 100.000 von beiden. Möchtest du jetzt ohne üben? Ah, nee, das möchte ich erstmal nicht. Das kann ich ja immer noch machen. Nach Hause. Erneut spielen. Ich glaube, erneut spielen bringt es ja nicht. Denn die 100.000 habe ich mir jetzt schon gemacht. Ich soll das Spiel hier bewerten. Ich glaube, das mache ich. Das mache ich mal später. Jetzt habe ich hier richtig was voll und kann hier noch so ein bisschen was abbauen. Aber dann bin ich auch so schnell wieder pleite. Ich glaube, das mache ich nicht. Wir leveln mal das Rathaus. Wir hauen mal das Rathaus hoch, denn sonst kann ich ja nie das Boot machen hier. Ach, das geht auch nicht. Oh, das geht nicht. Wir müssen die beiden Gebäude haben. Benötigte Gebäude. Okay, ja, tolle Wurst. Ach, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass ich das schon machen kann. Denn ich wollte das eigentlich noch gar nicht bauen hier, Minenwerfer. Der dauert 3 Stunden. Ist der da gut platziert? Ja, bestens. Bestens platziert hier. Und dann habe ich auch gesehen, dass mich manchmal Leute angreifen, die ein Truppenlevel höher haben. Deswegen glaube ich, ist hier bei den Ressourcen, nee, bei der Armee. Bei der Armee, hier gibt es ein Labor, habe ich schon gesehen. Welche dunkles Geheimnis verbergen diese Magier? Ah, okay, da kommen Magier raus. Keiner traute sich nachzusehen. Wir wissen nur, dass ihre Forschung, ach nee, die Magier forschen hier, okay. Die Magier forschen hier, dann hauen wir das Teil auch mal raus. Es wird immer so vorgeschlagen, wo man das platziert. Das kann man aber irgendwo platzieren, wo man gerade lustig ist. Dann machen wir das mal hier. Das dauert nur, oh, das dauert gar nicht immer lange. Das kann ich mit einem Gem fertig machen. Ah, krass. Ich wollte ja sparen. Scheiße. Aber ich kann hier jetzt forschen. Ah, die Riesen kann ich noch gar nicht forschen. Das ist aber doof. Aber ich glaube, die Kobolde hier, angeblich soll es die beste Truppe hier im Spiel sein. Die verbessern wir hier mal. Und wir haben jetzt noch einen Bauarbeiter. Der ist ja erstmal ein bisschen länger beschäftigt. Und damit diese Gold- und Edelsteinproduktion hier so ein bisschen schneller geht, glaube ich, nehme ich mir mal noch so ein paar Sammler vor. Jetzt haben wir hier natürlich wieder nicht so viel drin. Okay, dann müssen wir uns doch hier auf die Reise machen. Müssen wir doch mal einen Angriff hier für 75 finden. Jetzt habe ich ja genug. Oh, Alter, hat der viel Gold. Eieiei, und da komme ich auch dran. Also die Kobolde habe ich jetzt gelernt, egal wo ich die setze, also auch wenn ich den hier hinten setze, die gehen immer auf irgendwas, was hier so Gold und Elex bringt. Ja, und hier auch in dieser Burg ist scheinbar was drin. Aber hier stehen die ja so ganz am Rand. Das ist natürlich nicht schlecht. Und, der Minenwerfer, der macht aber alles kaputt. Wo ist denn hier das andere Zeug? Ah, das ist da. Okay. Das andere Zeug ist hier. Da haben wir jetzt schon mal ein bisschen was. Aber der kommt da auch nicht ganz nach. Also wenn man die geschickt setzt hier, dann kriegt man hier doch einiges von dem
von dem Gold und Elixier. So, da ist schon mal das Gold und jetzt gucken wir mal, jetzt müssten die eigentlich gleich, jetzt ist ja alle, jetzt müssten die eigentlich auf dieses Rathaus in der Mitte gehen, aber, oh, der Minenwerfer. Oh, da ist eine ganz schöne Kante. Packen die das noch? Jo, haben sie gepackt und dann machen die auch noch mehr. Super, super, super. Habe ich bisher erst in diesen Einzelspielermissionen gemacht. Und aber ich kriege jetzt auch, ich habe das alles auf Null und es gibt hier auch sogenannte Pokale. Es gibt auch sogenannte Pokale hier, denn schreibe einen Bericht später, habe ich doch gesagt. Mann, ich muss hier so Pokale machen. Ich muss 400 Trophäen sammeln, um einer sogenannten Liga beizutreten. Einer Liga. Ich bin dann Bronze. Oh, das ist schon mal ganz schön hoch, würde ich mal so sagen. Ist schon mal nicht schlecht. Bin wirklich mal gespannt. Hier baut man wohl die Truppen nach. Was ich noch nicht machen kann, Schnellausbildung. Ja, ich baue Rathaus 5 dafür. Toll. Zauberfabrik habe ich auch noch nicht. Also ein bisschen habe ich schon gelesen. Ich muss halt dieses komische Rathaus in der Mitte hier leveln. Kann ich aber jetzt nicht. Ich habe keinen Bauarbeiter. Das muss ich... ich dachte gerade, das muss ich alles noch bauen. Hier gibt es also so ein paar neue Sachen. Okay. Ich mache das mal weiter hier. Ich mache das mal weiter für euch. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen von dem coolen Game hier. Ich bin echt mal gespannt. Aber jetzt kann ich es ja auch schon wieder ausmachen. Denn meine beiden Bauarbeiter sind hier dabei zu bauen. Mein Gold ist voll. Also können wir hier erstmal jetzt doch weiter Mittelerde retten oder so. Keine Ahnung. Also wenn euch das hier gefallen hat von dem Spiel hier, wie heißt es noch? Clash of Clans. Clash of Clans. Wo steht das eigentlich, dass das Spiel so heißt? Das steht, wenn ich starte. Okay, es gibt auch irgendwie so neue Sachen hier. Es gibt Ereignisse. Kann ich aber alles nicht machen. Ich habe diesen Typen hier nicht. Diesen komischen Magier habe ich nicht. 7-Jahres-Spezial hier. Ich glaube, da habe ich schon was. Da gibt es so komische kleine Kistchen. Clan War oder Clan Kriegsligen sind im Moment. Naja. Saugut, mal gucken, diese Schweine, ob man die dann irgendwo kaufen kann oder sowas, mal sehen. Aber hier wird es 150 Gems geben und ich kann die nicht nehmen. Mal gucken, wenn ich jetzt einen Clan mal beitrete, vielleicht kann man sie mir spenden oder so. Und hier muss ich ein Drachenbaby benutzen. Habe ich auch noch nicht, Und hier gibt es so eine komische, eine Schaufel. Komisch, ich kann doch eigentlich so die Sachen hier abbauen. Brauche ich ja keine Schaufel für. Ja, mal gucken. Mal sehen, wofür die da ist. Also, ja, wenn euch das hier gefallen hat von diesem kleinen, niedlichen Game hier, dann lasst mir einfach am Ende, wie immer bei den Mittelerde-Folgen auch, einen Daumen am Ende nach oben da. Wenn ihr ja das weiter gucken wollt, dann abonnieren. Ist immer da, glaube ich. Ne? Da ist immer der Abo-Button und stellt euch die Glocke. Ich mache auch ab und zu mal einen Livestream. Vielleicht mache ich das auch von diesem Game. Mal sehen. Wissen wir noch nicht. Aber ich würde erstmal sagen, bis dahin, euer Toto.